ganz herzlich begrüßen beim Denkraum. Die Denkräume sind Diskussionsforen für aktuelle Fragen, interessante Themen, akute Themen und finden regelmäßig, nein, nicht regelmäßig, mehrmals im Jahr in virtueller Form statt und sind eine Ergänzung und ein Vorlauf zur Denkwerkstatt St. Lambrecht, die heute schon erwähnt wurde. Herzlich willkommen also zu einem unglaublich aktuellen Thema, Pensionen und Fertilität. Ein Thema, das viele Diskussionen, Fragen, Reaktionen der unterschiedlichsten Art immer wieder auslösen können. Herzlich willkommen also. Und durch die Veranstaltung wird Sie Professor Danhel führen. Er ist Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer unseres wissenschaftlichen Beirates und ja, in dieser Thematik seit vielen Jahren beruflich tätig. Herzlich willkommen und Günther, starte bitte. Sehr geehrter Präsident, vielen Dank für die Eröffnung unseres heutigen Denkraums. Auch ich begrüße Sie, sehr geehrte Damen und Herren, sehr herzlich. Danke für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme. Bevor wir medias in res gehen, darf ich kurz über den geplanten Ablauf unseres Denkraums informieren. Einleitend präsentiert Herr Professor Danzer von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die Studie Pensionen und Fruchtbarkeit, mikroökonomische Erkenntnisse, die von ihm und Herrn Dr. Lennart Züsker verfasst und im American Economic Journal 2023 veröffentlicht wurde. Es folgt eine kurze Kommentierung durch Herrn Professor Dr. Thomas Fendt vom Vienna Institute of Demography der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und anschließend die Möglichkeit für Herrn Professor Danzer zu replizieren. Und abschließend gibt es die Möglichkeit für Anfragen und Anmerkungen aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vorzugsweise bitte im Chat. Ich lade Sie ein, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und wollen Sie bitte als Teilnehmende auch darauf achten, dass Ihr Mikrofon stumm geschaltet bleibt. Zum Thema unseres heutigen Denkraums. Die heute präsentierte Arbeit beschreibt den Effekt der Rentengewährung auf das Fruchtbarkeitsverhalten von Frauen in Brasilien. Nach einer Ausweitung des dortigen Pensionssystems auf Landarbeiter hat sich deren Rentenvermögen mehr als verdreifacht. Die Gebärbereitschaft von Frauen im gebärfähigen Alter ist allerdings um 8% zurückgegangen. Welche Erkenntnisse und welche Schlüsse folgen daraus für die Zukunftssicherung und Altersvorsorge? Sind die beschriebenen Entwicklungen südamerikanische Spezifika oder spiegelt sich darin etwa globale Tendenzen wider? Unser heutiger Denkraum möchte diese und weitere Fragen zur Sprache bringen und durch die Diskussion zur fundierten Meinungsbildung beitragen. Es ist mir eine große Freude, Ihnen als ersten Mitwirkenden Herrn Professor Dr. Alexander Danzer vorstellen zu dürfen und ihm für seine Mitwirkung zu danken. Er ist seit 2015 Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomik, an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Nach einem Doppelstudium der Humangeographie und der Volkswirtschaftslehre in München, Berlin und Prag promovierte er 2010 in London. Von 2011 bis 2015 war er an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München tätig. Seit 2013 ist er Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie Leopoldina. Er forscht vorwiegend im Bereich der empirischen Evaluation von Arbeitsmarktreformen und Sozialpolitik, der Analyse von Einkommen und Arbeit sowie der Interaktion von Migration und Integration. Herr Professor, Sie sind an Bord. Bitte um Ihren Beitrag. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Danhel, für die freundlichen einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, weil, wie Sie richtig gesagt haben, das Papier ja zu Brasilien oder Daten Brasiliens nutzt. Und
ich gespannt bin, wie wir den Bogen sozusagen heute spannen und ob wir ihn spannen, auch zum österreichischen Rentensystem. Und das muss ich vorwegschicken, über das kenne ich mich nicht besonders gut aus. Aber da habe ich mit Ihnen ja sehr, sehr viele Expertinnen und Experten hier vor Ort und freue mich auf den Austausch. Ich werde jetzt meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, auf denen ich eben auch die Ergebnisse gerne zeigen würde. Sie haben es ja schon gesagt, Herr Professor Daniel, es ist eine empirische Studie. Also wir haben tatsächlich mit Daten versucht, eine alte, in der Literatur etablierte Frage zu überprüfen. Und diese Arbeit habe ich zusammen mit dem Herrn Dr. Lennart Ziska von der Universität Hannover durchgeführt und möchte Ihnen die Ergebnisse und die Interpretationen gerne in den nächsten ja, circa 20 Minuten vorstellen. Also zunächst einmal als Ausgangspunkt muss man, glaube ich, festhalten, dass die allermeisten Rentensysteme in fast allen Ländern der Welt mehrere Säulen umfassen sollten. Das sagt zumindest offiziell ja auch die Weltbank. Und in allermeisten Ländern beinhaltet das auch eine staatliche Umverteilungssäule, wo also Rentenbeiträge, die bezahlt werden von derzeit Beschäftigten, an derzeitige Rentner unmittelbar ausgezahlt werden, also keine Kapitaldeckung stattfindet. Und sehr häufig waren das auch die ersten Rentensysteme, die eingeführt wurden, damals unter Bismarck in Deutschland, sozusagen ja das Urmodell. Und die wurden natürlich eingeführt, um einen grundlegenden Lebensstandard im Ruhestand zu bieten. Diese Rentensysteme wurden ausgebaut, die sind generöser geworden, die gibt es inzwischen in fast allen Ländern der Welt. Und wenn man sich mal nur die OECD-Länder ansieht, dann belaufen sich die inzwischen auch vom fiskalischen, finanziellen Umfang ziemlich viel große Summen. Also die Rentenzahlungen in den OECD-Ländern sind im Durchschnitt bei ca. 20% der Staatsausgaben. Länder wie Österreich und Deutschland liegen da sogar noch deutlich darüber. Das kann jetzt einerseits damit zu tun haben, dass diese Rentensysteme generöser sind. Das kann auch bedeuten, dass die Leute früher in Ruhestand gehen. Darüber müssen wir hier gar nicht sprechen. Aber Tatsache ist, ein großer Teil der staatlichen Aktivität ist tatsächlich mit dem Rentensystem verknüpft. Etwas anders sieht das aus in Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen. Dort sind solche Rentensysteme erst im Laufe der letzten Jahrzehnte eingeführt worden. Einige dieser Länder sind auch dabei, diese Rentensysteme zu reformieren, zu erweitern. Und hier spielt natürlich auch die Altersarmutsbekämpfung eine ganz zentrale Rolle. Und sehr häufig hat man beobachtet, und dieses Argument gibt es theoretisch auch schon sehr lange, dass diese Rentensysteme, die da eingeführt werden, zumindest in der Theorie, die informelle Rentenversorgung innerhalb der Familie ersetzen. Also während vor Einführung dieser formalen Systeme die Kinder, die eigenen Kinder und vielleicht auch die Enkel zuständig waren, die älteren Familienmitglieder zu versorgen, auch finanziell, würden das also jetzt formale Systeme übernehmen. Und da stellt sich dann unmittelbar die Frage, ob es hier eigentlich auch einen kausalen Wirkungszusammenhang gibt, also ob die Einführung oder Ausweitung solcher Rentensysteme tatsächlich auch Fertilitätsentscheidungen beeinflussen kann. Wenn man sich die Literatur dazu ansieht, kann man schon feststellen, dass einige Studien dokumentieren, dass die Fertilitätsraten historisch in vielen sich entwickelten Ländern genau dann zu sinken begannen, als diese Länder auch Rentensysteme eingeführt haben. Aber das sind natürlich reine Korrelationen, da kann man keine kausalen Schlussfolgerungen abführen. Gleichzeitig gibt es dieses theoretische Argument, dass die informelle Versorgung im Rahmen der Familie durch ein formales Rentensystem ersetzt, substituiert werden könnte, schon bereits seit fast 70 Jahren. Leibenstein hat das zum ersten Mal formuliert und wird heute gerne als die Old Age Security Hypothesis of Fertility bezeichnet. Jetzt haben sich in den letzten Jahrzehnten schon sehr viele Forscher über diese Frage Gedanken gemacht. Aber zuallermeist hat man das mit Zeitreihenanalysen gemacht, auf der Makroperspektive, also angesehen, wie hängen die Rentenzahlungen im Aggregat zusammen mit der Anzahl der Geburten, der Fertilitätsraten. Und diese Studien haben sozusagen immer den einen kleinen Mangel, dass man das Entscheidungsverhalten innerhalb des Haushalts nicht wirklich verstehen kann. Man versteht zwar, was im Ergebnis entsteht, aber ob hier wirklich ein kausaler
Effekt besteht, ist nicht ganz klar. Dafür müsste man auf die Mikroperspektive gehen und sich wirklich das Fertilitätsverhalten einzelner Frauen im Prinzip ansehen. Und genau das wollten wir machen. Wir wollten hier evidenzbasierte Forschung betreiben, eine historische Politikreform nutzen, die im Prinzip die Bedingungen dafür erfüllt, dass wir ein sogenanntes Quasi-Experiment vorliegen haben. Das ist also jetzt keine Situation, wo irgendwelche Forscher tatsächlich, wie bei, na, ich sag mal, Impfstudien, Behandlungs- und Kontrollgruppen, konstruiert hätten. Aber es wurde eine Politik eingeführt, die quasi durch Zufall eine ähnliche Situation geschaffen hat, als hätte hier jemand ein Experiment designt. Und das war im Prinzip die Rentenreform des Jahres 1991, die durch die Neuverabschiedung der Verfassung im Jahr 1988 vorbereitet wurde. Und da wurde das nationale Umlageverfahren, das es davormals schon für städtische Beschäftigte gegeben hatte, nun auch auf ländliche Arbeiterinnen und Arbeiter ausgeweitet. Und das heißt, plötzlich, quasi über Nacht, sind die ländlichen Arbeiterinnen, die vormals keinen Rentenanspruch hatten, auch in den Genuss einer Rentenzahlung gekommen. Um jetzt zu studieren, ob dieser Anspruch, wir sprechen ja noch nicht richtig von Rentenzahlungen, denn die Frauen, die wir betrachten wollen, sind natürlich jung, ob die tatsächlich eine Wirkung auf das unmittelbare Fertilitätsverhalten haben können, brauchen wir zuerst einmal einen sehr guten Datensatz. Und auch hier ist Brasilien besonders. Es existiert eine nationale Haushaltsbefragung, das Brazilian National Household Survey, das jährlich durchgeführt wurde zwischen 1981 und 2014. Und hier sieht man auf individueller Ebene sehr viele also erstmal sehr viele Haushaltseigenschaften des Gesamthaushaltes, aber auch auf individueller Ebene sieht man das Arbeitsmarktverhalten, was wurde gearbeitet, in welchem Beruf wurde gearbeitet, wie viele Stunden und eben auch, ob Frauen Kinder bekommen haben und wann sie die bekommen. Und das wollen wir ausnutzen und haben dafür zwei empirische Schätzstrategien ausgenutzt. Und am einfachsten vielleicht zu erklären ist der sogenannte doppelte Differenzenschätzer. Wir machen im Prinzip einen Vorher-Nachher-Vergleich, also vor der Reform, bevor diese Frauen diese Rentenansprüche erworben haben, und vergleichen das zur Zeit danach. Und dann vergleichen wir in diesem Zeitverlauf auch noch zwei Gruppierungen. Eine sogenannte Behandlungsgruppe, das sind die betroffenen Frauen, die ländlichen Frauen. Und als Kontrollgruppe werden genutzt die städtischen Frauen, die eben auch vormals schon Rentenansprüche hatten. Und durch dieser Vergleich im Zeitverlauf können wir eben allgemeine Trends, die im Fertilitätsverhalten ja im Zeitverlauf immer stattfinden, herauskorrigieren und quasi den kausalen Effekt der Rentenreform auf das Fertilitätsverhalten schätzen. Das erlaubt es uns zunächst einmal, kurzfristig den Politikeffekt zu schätzen auf die Geburtenwahrscheinlichkeit sozusagen im Jahr nach der Reform oder nach den Reformen. Und im zweiten Schritt wollen wir dann eine sogenannte Eventstudie machen. Da betrachten wir Frauen, die also betroffen waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten von dieser Reform und die sozusagen eine unterschiedliche Fertilitätsspanne hatten bis zum Abschluss ihrer Fertilität. Die wird immer im Jahr 45 angenommen in unserer Studie. Und dann wollen wir eben sehen, welche langfristigen Effekte auf die Gesamtzahl der Kinder hat das. Wir versuchen auch noch ein bisschen die Heterogenität auszunutzen zwischen jungen und alten Frauen. Und die Vermutung liegt nahe, dass jüngere Frauen, die vielleicht noch gar keine Kinder haben, ihr Verhalten gar nicht so sehr anpassen. Denn die meisten brasilianischen Frauen wollen mindestens ein bis zwei Kinder haben. Aber Frauen, die vielleicht schon drei oder vier Kinder haben und schon eher 40 sind, die würden vielleicht jetzt ihre Fertilität sofort einstellen, weil sie jetzt eben Zugang zu einem Rentensystem haben und keine weiteren Kinder mehr brauchen, um diese Versorgung sicherzustellen. Und ähnliche Überlegungen kann man auch nach der Anzahl der bereits geborenen Kinder, also nach der Geburtenparität anstellen und auch nach der Geschlechterkomposition. Letzteres ist vor allem deshalb relevant, weil zwar im rechtlichen Sinne Töchter und Söhne Land im ländlichen Raum erben können. In der Realität sieht es aber sehr häufig so aus, dass es vor allem die Söhne sind, die das Land erben.
Und deshalb liegt der Verdacht nahe, dass Familien vor allem einen, mindestens einen Sohn, vielleicht auch zwei Söhne haben wollen. Aber wenn sie sozusagen bisher nur Mädchen geboren haben, dann würde ein Paar sich oder eine Frau vermutlich dafür entscheiden, noch weitere Kinder zu haben. Und diese Heterogenität möchte ich Ihnen auch zeigen. Zunächst einmal, damit Sie wissen, wie groß ist denn eigentlich nun dieser Hebel durch diese Rentenreform, zeige ich Ihnen hier einmal das Rentenvermögen von Frauen in bestimmten Altersklassen. Sie sehen hier auf diesen Grafiken links die Frauen, die am Land leben und rechts die Frauen, die in der Stadt leben. Aufgezeichnet sind hier verschiedene Altersgruppen von 15 bis 65. Und dann sehen Sie in Grau eingezeichnet das Rentenvermögen, das diese Frauen vor dieser Reform schon erworben hatten. Sie sehen, im städtischen Raum waren das ganz anständige Renten und im städtischen Raum hat diese Rentenreform auch nur sehr geringe Veränderungen gehabt. Es gab ein paar Veränderungen. Zum Beispiel wurde die höchst erzielbare Rente von 90% des Mindestlohns auf 100% des Mindestlohns angesetzt. Also da gab es Verbesserungen auch für städtische Frauen. Aber gerade im ländlichen Bereich sieht man also substanzielle Veränderungen. Das eine ist zunächst einmal, dass der Renteneintrittszeitpunkt um 10 Jahre vorverlegt wurde, während vormals Frauen im ländlichen Raum erst mit 65 in Rente gehen durften, konnten sie das jetzt nach der Reform schon im Alter von 55 machen. Deshalb sehen Sie hier diesen vertikalen Strich. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass das Rentenvermögen massiv angestiegen ist. Diese relativ niedrigen Balken zeigen hier ein geringes Rentenvermögen und die dunklen Balken ein substanziell höheres. Wir haben vorhin gehört, eine mehr als Verdreifachung des Rentenvermögens. Und jetzt ist die Frage, hat das tatsächlich auch eine Auswirkung auf die Geburtenrate? Und ich betrachte im ersten Schritt kurzfristige Effekte. Also es geht darum, hat eine Frau in den letzten 12 Monaten, so wird das in der Befragung gemessen, ein Kind geboren. Und wir vergleichen ländliche gegen städtische Frauen und Frauen vor und nach der Reform. Und man sieht, dass diese ländlichen Frauen nach der Reform eine um 8 Prozentpunkte niedrigere Geburtenwahrscheinlichkeit haben. Also mit 8 Prozentpunkten weniger wahrscheinlich sind, ein Kind geboren zu haben. Das ist so der allgemeine Durchschnittseffekt. Wir betrachten hier erstmal Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. Wenn wir jetzt diese beiden Altersgruppen aufsplitten und überlegen, was passiert mit jüngeren und mit älteren Frauen, dann sehen wir eigentlich ein bisschen genau das, was ich vorhin gemutmaßt habe. Für jüngere Frauen zwischen 15 und 29 sehen wir hier einen Punktschätzer, der ist sogar positiv, aber Sie sehen hier ein 95-prozentiges Konfidenzintervall und das beinhaltet auch den Wert von 0. Also dieser geschätzte Effekt ist statistisch nicht von 0 verschieden. Man könnte also schlussfolgern, junge Frauen haben eigentlich ihr kurzfristiges Geburtenverhalten nicht angepasst. Der Effekt ist dafür für Frauen, die schon etwas älter waren, nämlich 30 bis 44 Jahre, umso größer. Hier sinkt die Geburtenwahrscheinlichkeit um 24%. Das ist durchaus ein sehr substanzieller Effekt. Und die Erklärung wiederum ist, ältere Frauen haben wohl schon eine größere Anzahl von Kindern und können deshalb auch, haben sozusagen eine gewisse Saturierung schon erreicht. Junge Frauen hingegen, die sind, haben vielleicht noch gar keine Kinder. Wir können das auch noch mal mit der Anzahl der Geburten, die eine Frau schon hat, vergleichen oder betrachten. Sie sehen hier links verschiedene Parities, die Geburtsparitäten sagen also aus, um die wievielte Geburt es hier geht. Also wenn eine Frau noch gar kein Kind hatte, dann sind wir hier bei Parity 0. Und Sie sehen dann genau, hier gibt es gar keinen negativen Effekt auf die Geburtenwahrscheinlichkeit. Also Frauen, die noch kinderlos sind, die wollen eher Kinder haben. Frauen, die ein Kind haben, da sehen wir auch noch keine großen statistische Abweichungen nach der Reform. Aber für Frauen, die schon mehrere Kinder haben und besonders solche, die schon vier oder fünf oder mehr Kinder haben, was im ländlichen Raum durchaus keine Seltenheit ist, da sehen wir stark negative Effekte auf die Geburtenwahrscheinlichkeit. Wir können das Ganze auch noch einmal nach Geschlecht der Kinder aufdröseln. Sie sehen hier nochmal die drei Ergebnisse, die ich Ihnen schon vorher gezeigt hatte. Also wie ist der Effekt für Frauen insgesamt? Das ist sozusagen das erste Ergebnis. Wie ist der Effekt für Frauen, die jünger sind und für ältere Frauen. Und wir sehen vor allem einen starken Effekt unter den älteren Frauen.
Und jetzt teilen wir diese Frauen einmal auf nach ihrer Haushaltskomposition. Und Sie sehen hier unten schon, wir werden da jetzt gleich weitere Ergebnisse eintragen für Frauen, die mindestens einen Sohn, mindestens zwei Söhne haben, die bisher nur Töchter haben oder noch gar keine Kinder. Und dann ergibt sich so ein bisschen ein unübersichtliches Bild, aber am Ende kann man schon feststellen, also für jüngere Frauen sind die Ergebnisse insgesamt nicht sonderlich statistisch von null unterscheidbar. Da ist eine sehr große Variation, manchmal positive, manchmal negative Effekte, aber so richtig viel Struktur haben wir da nicht drin. Aber gerade bei den älteren Frauen sieht man, also wenn die Frau noch keine Kinder hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im letzten Jahr ein Kind geboren hat, eher höher. Und wenn sie nur Töchter geboren hat, dann ist zwar eine leicht abgesenkte Geburtenwahrscheinlichkeit vorhanden, aber besonders stark geht der negative Effekt, schlägt der zu Buche bei Frauen, die schon mindestens ein oder sogar zwei Söhne haben. Und das hat mutmaßlich tatsächlich mit dem Erbrecht oder nein, dem Recht nicht, mit der praktischen de facto Erbfolge zu tun, dass die meisten Familien einen Sohn möchten, um auch das Land zu vererben. Und hier sieht man also tatsächlich, dass die Anzahl oder dass die Geburtenwahrscheinlichkeit drastisch sinkt in der kurzen Frist. Diese Frauen haben also ihr Geburtenniveau in gewissem Sinne saturiert. Soweit zu den kurzfristigen Effekten. Ich zeige Ihnen noch einmal in der langen Frist, wenn wir jetzt Frauen in ihrer abgeschlossenen Fertilität im Alter von 45 betrachten. Das ist jetzt die Eventstudie. Und was Sie hier eben sehen können, die Unterschiede in der Gesamtzahl der geborenen Kinder zwischen städtischen und ländlichen Frauen, die pendelt immer so relativ stabil um null herum. Zwar hatten ländliche Frauen in Summe mehr Kinder, aber die Zeitvariation über die Zeit gab es lange Zeit hier eben, die war null, gab es keine Variation. Aber wirklich mit dem Eintritt der Reform sieht man hier ein Abfallen der Beta-Koeffizienten. Das geht graduell, das geht nicht von heute auf morgen, weil natürlich die Fertilität Zeit braucht und die Frauen erst sukzessive die Kinder bekommen. Aber wir sehen, dass bis zum Jahr 2010 Frauen, die 45 Jahre alt waren und die von der Reform betroffen waren, im Durchschnitt 1,3 Kinder weniger geboren haben als Frauen, die sozusagen von dieser Reform nicht betroffen waren. Und das ist also schon ein substanzieller Rückgang. Also diese Rentenreform scheint tatsächlich kausal zu einem Rückgang der Fertilität im ländlichen Bereich beigetragen zu haben und hat also diesen sowieso sinkende Fertilität, die in Brasilien über die Jahrzehnte zu beobachten war, deutlich beschleunigt und verstärkt. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, okay, interessant für einen Ökonomen, aber warum machen Sie das eigentlich? Hat das irgendwelche ökonomischen Implikationen? Und darauf möchte ich jetzt noch eingehen in den letzten Minuten. Es ist nämlich so, dass ein Umlageverfahren sich ja im Prinzip darüber definiert, dass derzeitige Beitragszahler das Geld einnehmen oder von denen wird es eingenommen und dann an derzeitige Rentenempfänger sofort ausgezahlt. Wenn jetzt hier ein Ungleichgewicht entsteht, könnte also eine fiskalische Lücke entstehen zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Und die Idee hinter unserer Studie war auch, dass die Rentenreform in Brasilien natürlich Ausgaben- und Einnahmenseiten sehr ungleich betrifft. Auf der Ausgabenseite haben wir zunächst einmal einen massiven Anstieg der Rentenhöhe. Ich habe Ihnen das vorhin gezeigt mit dem Rentenvermögen, weil wir hier über junge Frauen sprechen. Aber man kann auch an den Rentenzahlungen der Rentnerinnen und Rentner sehen, dass sich die Rente mehr als verdoppelt hat. Und gleichzeitig hat sich die Anzahl der Berechtigten massiv ausgeweitet. Also es wurden mehr als doppelt so viele ältere ländliche Frauen sind zum ersten Mal überhaupt in den Genuss einer Rente gekommen. Also die Ausgabenseite steigt an. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 1,3 Kinder weniger pro Frau haben, dann wird langfristig natürlich die Beitragsbasis von so einem Umlageverfahren ausgehöhlt. Und wir haben mal eine ganz einfache Rechnung aufgestellt. Wenn sozusagen die Fertilität ins neue Gleichgewicht übergeht bis ins Jahr 2011, dann könnte man diese fiskalische Lücke durch diese Formel hier ausdrücken.
Und das sieht komplizierter aus, als es ist. Im Prinzip messen wir zwei Arten von Effekten. Auf der linken Seite nennen wir das den sogenannten Anspruchseffekt. Der kommt nämlich dadurch zustande, dass einerseits die Rentenzahlungen gestiegen sind, also dieses Delta Beta ist positiv. Gleichzeitig ist das Delta N angestiegen, die Anzahl der Rentenempfänger. Das 13 sind die Zahl der Rentenzahlungen pro Jahr und das wird dann noch multipliziert mit so einem, mit im Prinzip mit einem Faktor, der die administrativen Kosten des Rentensystems wiedergibt. Also diese Klammer auf der linken Seite mit den negativen Zeichen davor, das ist im Prinzip das, was ausgezahlt werden muss. Das ist im Prinzip die Ausgabenseite. Und auf der rechten Seite ist die Einnahmenseite. Hier sieht man also, über 12 Monate hinweg werden hier monatliche Beiträge getätigt und zwar von L-Beitragszahlern. Aber wenn die Zahl der Beitragszahler absinkt durch diese Rentenreform, dann ist dieses Delta L natürlich negativ, dann schrumpft dieser Beitragsbasiseffekt und wird negativ. Und dann stellt sich die Frage, naja, wenn jetzt insgesamt die Rente teurer wird, dann kommt das einerseits dadurch zustande, dass die Rentenzahlungen teurer geworden sind, aber andererseits womöglich auch dadurch zustande, dass einfach zu wenige Beitragszahler übrig sind, die für die Anzahl an Rentnern, die auch noch gestiegen ist, überhaupt Beiträge aufbringen können. Und das wollten wir einmal schätzen und das zeige ich Ihnen jetzt auf der letzten Seite. Da geht es in gewissem Sinne um die fiskalische Nachhaltigkeit einer solchen Rentenreform. Wir sehen, da hat sich ein langfristiges fiskalisches Defizit ergeben aus dieser Reform des Umlageverfahrens und dieses Defizit entspricht im Jahr 2011, also wir sind hier knapp 20 Jahre nach der Rentenreform, beläuft das sich schon auf 1,7% des brasilianischen Bruttonationaleinkommens. Das ist eine ziemlich substanzielle Summe von 44 Milliarden US-Dollar. Heute wäre das noch mehr sozusagen, denn natürlich sind das hier Dollarwerte des Jahres 2011 und gleichzeitig vergrößert sich diese Lücke auch noch weiter. Und das bedeutet natürlich, dass so eine Rentenreform, so gut sie intendiert sein mag, um sozusagen die Altersarmut im ländlichen Raum zu bekämpfen, das Problem eingeführt hat, dass das Rentensystem aus dem Gleichgewicht geraten ist, fiskalisch. Und es wird ja sehr oft über die über das Ungleichgewicht in Rentensystemen gesprochen. Aber meistens zielen die ganzen Studien eher auf den Anspruchseffekt ab. Wir sprechen sehr häufig davon, naja, die Rentensysteme sind zu teuer, die Zahl der Anspruchsberechtigten steigt. Seltener sprechen wir aber über den Beitragsbasiseffekt, der sich ja erst im Laufe der Jahre, wenn die geborenen Babys quasi in den Arbeitsmarkt wachsen und dann als Beitragszahler fungieren, überhaupt auftreten. Und unsere Schätzung zeigt aber, dass dieses Defizit, das ich Ihnen hier oben genannt habe, nur zu 20% durch diesen Anspruchseffekt zustande kommt und dass der weitaus größere Anteil eigentlich durch den Beitragsbasiseffekt zustande kommt. Also die sinkende Fertilität in Brasilien hat eine viel dramatischere Wirkung auf das Umlageverfahren des Rentensystems gehabt als diese Ausweitung der Generosität des Systems. Und wir glauben, das wurde lange Zeit viel zu wenig beleuchtet in Rentenreformen und deshalb wollten wir gern dieses Papier und diese Studie machen. Lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen, wovon habe ich Sie hoffentlich überzeugen können in den letzten 20 Minuten. Das eine ist, dass die Ausweitung der Anspruchsberechtigung und der Rentenhöhe in so einem Umlageverfahren tatsächlich einen Anreiz, Kinder zu bekommen, reduzieren kann und damit eben sozusagen selbst vorzusorgen durch ein informelles, familiäres System. Gleichzeitig höhlt diese sinkende Fertilität dann im Aggregat auch die Beitragsbasis für ein Umlageverfahren aus. Und ich möchte schon klar machen, man kann diesen Effekt sicher nicht auf andere Länder übertragen. Es zeigt sich aber schon durch diese Studie, und ich glaube, das war eine der ersten Studien, die das wirklich einmal kausal beweisen oder belegen konnte, dass Rentensysteme wirklich auch auf der Mikroebene eine Auswirkung auf die Demografie haben. Und das sollte man beim optimalen Design von Rentensystemen in Zukunft berücksichtigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre eventuellen Rückfragen. Dankeschön.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Professor, für diese aus meiner Sicht auch methodisch und didaktisch vorzügliche Präsentation und für Ihre Ausführungen. Demografie ist eine der Grundlagen der Tätigkeit unserer Denkwerkstatt St. Lamprecht. Und so war es naheliegend, Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Thomas Fendt vom Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital um einen kurzen Kommentar zu bitten. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er studierte Mathematik an der Technischen Universität Wien und in den Niederlanden. Als Bevölkerungsökonom forscht er in verschiedenen Bereichen der Demografie mit einem Schwerpunkt auf den Auswirkungen des Sozialen auf das demografische Verhalten. Er lehrte bzw. lehrt in Zürich, Berlin, Rostock, Wien, Rom, Padua, Löwen, Bamberg und Krems. Herr Doktor, vielen Dank für Ihre heutige Mitwirkung trotz vielfältiger Beanspruchungen und ich bitte Sie um Ihren Kommentar. Danke für die nette Anmoderation, danke für die Einladung und zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an den Herrn Professor Danzer für dieses schöne Paper und auch für die sehr übersichtliche und gut verständliche Präsentation im Rahmen dieser Denkwerkstatt. Das hat doch nochmal einiges sehr, sehr stark erhellt. Und ich möchte, bevor ich auf das Paper eingehe, also ich mache das chronologisch so wie Sie, auf Ihre Vorbemerkungen eingehen. Sie haben am Beginn des Vortrags vorangestellt, wie viel Prozent der Staatsausgaben auf die Pensionsausgaben entfallen und dann gezeigt, dass das in Deutschland und Österreich höher ist als im OECD-Durchschnitt und die Bemerkung gemacht, das könnte mit einem großzügigeren Pensionssystem zusammenhängen. Das unterstütze ich voll und ganz, da bin ich ganz und gar Ihrer Meinung. Zusätzlich kommt aber noch hinzu, dass Deutschland und Österreich, würde ich meinen, einen höheren Anteil von Personen im Pensionsalter haben als der OECD-Durchschnitt. Und das würde auch dazu beitragen, also selbst wenn das Pensionssystem in Deutschland und Österreich jetzt nicht überdurchschnittlich großzügig wäre, allein aufgrund der Altersstruktur, würde sich das schon zwingend ergeben, dass der Anteil der Pensionen an den Gesamtstaatsausgaben höher ist. Das war die Vorbemerkung. Jetzt kommen wir natürlich zum Paper selbst. Also das Paper ist sehr gut strukturiert, sehr vollständig, sehr umfangreiche Datensammlung, sehr gut erklärt, Einführung in die Theorie. Empirie, alles perfekt. Sie untersuchen in erster Linie den Einfluss der Pensionsreform auf die Fertilität. Es gibt in der Demografie natürlich eine riesengroße Sammlung von Studien, was alles die Fertilität beeinflussen kann. Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Bildung, wobei ich bin nicht absolut sicher, ob man das so sagen darf. Viele, viele andere Sachen werden untersucht, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Arbeitsmarktpartizipation der Frauen, die Geschlechterrollen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Entwicklung des Landes. Da gab es auch Studien, wo der Human Development Index als erklärende Variable herangezogen wurde. Die Kindersterblichkeit, weil wenn die Kinder sehr jung sterben, dann braucht man mehr Kinder, um dann doch noch genügend Kinder zu haben, dies ins Erwachsenenalter zu bringen, Reproductive Health und vieles weitere. Und jetzt ist es natürlich bei einer Studie, wo man den Einfluss des Pensionssystems auf die Fertilität untersuchen möchte, sehr, sehr schwierig, das zu isolieren, was fällt jetzt aufs Pensionssystem und was fällt auf andere Einflussfaktoren. Und insofern ist das, was Sie machen, natürlich herausragend, weil Sie wollen nicht winken, Herr Professor Danheil. Es hat so ausgesehen, als wollten Sie sich zu Wort. Ja, sorry. Weil dadurch, dass Sie ein Experiment haben, wo eben im Pensionssystem zu einem Zeitpunkt eine Änderung stattfindet, kann man dann wirklich sagen, das, was sich in der Zeit ändert, oder kann man vermuten oder Schlussfolgern postulieren, ist dann wirklich aufs Pensionssystem zurückzuführen. Insbesondere, da Sie durch die Art, wie das Experiment gestaltet ist, zwischen einer Kontrollgruppe und einer Treatment Group, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch korrekt sagt, unterscheiden kann. Jetzt müsste man natürlich, ich versuche jetzt wirklich ein Haar in der Suppe zu finden, um nicht einfach nur zu sagen, ja, die Studie ist toll, das wäre ein bisschen langweilig. Also jetzt könnte man natürlich noch schauen, ob von diesen vielen, vielen anderen Einflussfaktoren, die ich aufgezählt habe, irgendeiner ist, der sich auf die städtischen Arbeiterinnen und auf die ländlichen Arbeiterinnen unterschiedlich auswirkt, weil dann könnte man sagen, naja, vielleicht hat doch das ein bisschen auch mit hineingewirkt. Aber ich möchte jetzt wirklich nicht damit Ihren Ansatz schlecht machen. Ich wollte einfach nur irgendwas finden, was man noch ergänzend hinzufügen kann. Aber grundsätzlich ist durch das Design, wie Sie es haben, und durch diese
dieses Experiment, das da in Brasilien stattgefunden hat, wirklich gewährleistet, dass ihre Datensammlung tatsächlich sehr, sehr aussagekräftig ist, dahingehend, dass man isolieren kann, was ist wirklich der Einfluss dieses Rentensystems. Also das ist mal eine ganz große Innovation. In der Einleitung schreiben Sie auch schon, dass es sehr viele Studien zum Zusammenhang zwischen Rentensystem und Fertilität auf der Makroebene gibt. Und Ihre große Innovation ist, dass Sie Daten auf der Mikroebene haben. Also das ist wirklich unique an dem, was Sie gemacht haben. Ja, und dann möchte ich noch schließen. Ich bin schon fast am Ende. Alle diese Studien oder viele dieser Studien zur Fertilität, die diese anderen Einflussfaktoren, die ich aufgezählt habe, berücksichtigen, beurteilen, schließen dann irgendwie den Bogen zu Policy Implications, wie man denn die Fertilität erhöhen könnte oder wie man den Leuten helfen könnte, die gewünschte Kinderzahl auch tatsächlich zu realisieren. Und da wäre jetzt natürlich naheliegend bei Ihrem Ansatz, dass die Policy Implication dann dahingehend läuft: Wenn ich die Fertilität erhöhen möchte, dann muss ich das Pensionssystem wieder restriktiver machen. Das haben Sie sich natürlich nicht getraut und das würde sich auch sonst niemand trauen, das ist ganz klar. Und Sie kommen ja eher von der ökonomischen Seite, während ich am Institut für Demografie arbeite. Daher war es naheliegend, dass bei Ihnen die Policy Implication in Richtung Nachhaltigkeit des Pensionssystems geht. Das geht dann natürlich wieder politisch korrekt, ohne sich da auf viel zu dünnes Eis zu wagen, so wie ich das skizziert habe. Und da haben Sie eben erwähnt, dass 20% des Effekts auf eine Ausweitung des Kreises der Berechtigten zurückzuführen ist und 80% darauf, dass durch den Fertilitätsrückgang die Zahl der Beitragszahler gesunken ist. Da möchte ich jetzt ein bisschen nachhaken und doch einen leichten Zweifel, leichten Kritikpunkt anbringen. Denn zum einen ist diese Reform ja erst etwas mehr als 30 Jahre her. Das heißt, die Zahl der Beitragszahler kann noch gar nicht so stark gesunken sein. Zum anderen hatte Brasilien um das Jahr 2000, also vor noch nicht ganz 25 Jahren, noch immer eine Gesamtfertilitätsrate über dem sogenannten Replacement Level von 2,1. Und erst Anfang dieses Jahrtausends ist es darunter gesunken. Und das ist eigentlich eine Situation, wo man normalerweise in der Demografie noch von der ersten demografischen Dividende spricht. Also wenn die Fertilität von einem hohen Niveau unter das Ersatzniveau sinkt, dann hat man mehrere Jahrzehnte hindurch noch einen Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung, der sehr, sehr hoch liegt. Und dieser Effekt, wo dann wirklich durch die gesunkene Fertilität der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter sinkt, der kommt eigentlich erst in Brasilien. Also Brasilien ist meiner Ansicht nach, ohne dass ich es mir jetzt genau angeschaut habe, noch in einer Phase, wo der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter im Steigen ist. Das heißt, die erste demografische Dividende, die steht Brasilien noch bevor. Und daher denke ich, dass im Moment eigentlich es noch so ist, dass die gesunkene Fertilität sich nach wie vor noch vorteilhaft auf den Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter auswirkt, weil ja die Personen aus der Zeit, als die Fertilität hoch war, noch im erwerbsfähigen Alter sind. Gleichzeitig durch die gesunkene Fertilität der Anteil der abhängigen Kinder gesunken ist, aber die Auswirkung auf die Personen im Pensionsalter noch nicht da ist, weil die Leute, die vor 35 Jahren geboren sind, die sind ja noch nicht in Pension. Also ich denke, im Moment müsste die Pensionsreform noch sehr, sehr vorteilhafte Auswirkungen auf die gesamte ökonomische Situation haben, wobei man da jetzt trennen muss, die Support Ratio, wenn ich mal diesen Ausdruck benutzen darf in dem Raum, das ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter, die subsumiert die beiden Effekte aus der hohen Altenbelastung und aus der hohen Jungenbelastung, als Jugendbelastung und der Jugendbelastungsquotient ist es ja, der in erster Linie gesunken ist. Und da ist es in den meisten Ländern so, dass diese Jugendbelastung im Wesentlichen individualisiert ist. Es gibt zwar gewisse Familienleistungen, die aber deutlich niedriger sind als die Pensionsleistungen, während die Altenbelastung, die ist nicht so sehr individualisiert, sondern die bürdet man dann doch eher dem Staat auf. Das heißt,
das Steigen der Personen im Pensionsalter, das wirkt sich auf den Staatshaushalt stärker aus, während der Rückgang der Personen, die, weil sie Kinder sind und noch nicht im erwerbsfähigen Alter sind, wirtschaftlich abhängig sind, der wirkt sich eher auf die privaten Haushalte aus. Und wenn man jetzt wirklich das Pensionssystem isoliert betrachtet, dann stimmt es doch wieder so, wie es der Herr Professor Danzer gesagt hat. Ich möchte nochmal wiederholen, ich möchte Sie in keiner Weise kritisieren. Ich finde die Studie gut gemacht. Ich habe mich nur sehr bemüht, noch irgendwas zu finden, was ich einbringen kann in die Diskussion, weil einfach nur abzusegnen, ja, gutes Paper, das wäre nicht ganz mein Anspruch gewesen. Und damit schließe ich meinen Kommentar und bedanke mich nochmal für Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Dr. Fendt. Herr Professor Danzer, Sie können gerne, wenn Sie es wünschen, zu dem Kommentar von Herrn Dr. Fendt Stellung nehmen. Wenn Sie das wünschen, würde ich Ihnen gerne das Wort erteilen, bevor wir in die allgemeine Publikumsdiskussion um Anfragen gehen. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Sehr geehrter Dr. Fendt, vielen herzlichen Dank. Auch für die freundlichen Worte. Sie haben sehr wichtige und relevante Punkte angesprochen. Ich zeige vielleicht noch mal ganz kurz zu dem ersten Punkt. Da war so ein bisschen die Frage, naja, wenn man noch irgendetwas fände oder kann man noch irgendetwas finden, wo vielleicht differenzielle Trends existieren zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung. Also was wir in dem Papier sehr intensiv gemacht haben, wir haben wirklich vieles angesehen. Sie haben einiges genannt, Kindersterblichkeit, das wäre hier Child Mortality Rates. Das sind übrigens jetzt, ich zeige Ihnen jetzt gerade eine Seite aus dem Aufsatz im Papier. Also wir haben uns die Heiratsraten angesehen, die Bildungsjahre, die Kindersterblichkeit, den Anteil der Frauen am Haushaltseinkommen. Wir haben uns die Labor Force Participation, die Stunden, die gearbeiteten, die sind so ein bisschen verrückt. Da haben wir lange drüber nachgedacht, was das sein kann. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass diese städtischen und ländlichen Bevölkerungen, also die städtischen sind hier jeweils die Dreiecke, also hier zum Beispiel bei der Labor Force Participation die obere Zeitreihe und die ländliche Bevölkerung ist hier eben unten, die springt so ein bisschen mehr rum, weil insgesamt weniger Beobachtungen vorhanden sind. Aber im Großen und Ganzen verfolgen die parallele Trends. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Ich möchte nicht ausschließen, dass es noch irgendwas gibt, vor allem mit den Arbeitsstunden. Da haben wir lange überlegt, was könnte das sein, dass die hier so auseinandergehen? Könnte das sein, dass Frauen jetzt arbeiten, um eine Rente zu bekommen? Wir halten das eigentlich nicht für besonders plausibel in dem Zusammenhang, weil diese Rente im Prinzip zugänglich wurde, ohne dass man Beiträge gezahlt haben musste. Also eine sogenannte Non-Contributory Pension, ja, das ist sozusagen, das machen Länder, die so im Übergang sind und neue Bevölkerungsgruppen einschließen wollen, sehr häufig und müssen das auch so tun. Denn wenn sie nur denjenigen eben eine Rente auszahlen, die in der Vergangenheit auch Beiträge eingezahlt haben, dann ist der Kreis der Berechtigten sehr klein. Und was man in Brasilien eben gemacht hat, man hat alle Frauen einbezogen und hat zwar schon gesagt, naja, formal müsst ihr gearbeitet haben. Man hat aber im gleichen Atemzug gesagt, diese Bestätigung, dass ihr gearbeitet habt, das kann eben auch sein, dass ihr auf der Familienfarm gearbeitet habt oder dass ihr im Dorf mitgeholfen habt und das können Leute von der Kirche oder von der Gewerkschaft mit bestätigen. Also dieses Niveau, dass man sozusagen diese Arbeitsbescheinigung einholen konnte, das war sehr niedrig aufgehängt, die Hürde dafür. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass jetzt das Rentensystem selbst Auslöser für diese Veränderung der Arbeitsstunden pro Woche ist. Ich glaube vielmehr, dass das irgendwas mit sektoralen Realokationen zu tun hat. Brasilien hatte ja auch sehr viele makroökonomische Schwierigkeiten zu der Zeit, sehr viele Stabilisierungspolitiken. Im internationalen Handel ist gerade in der Landwirtschaft einiges passiert. Und ich vermute eher, dass es damit zusammenhängt und eigentlich nicht mit dem Rentensystem. Aber ultimativ haben Sie recht, es ist nicht auszuschließen, dass es noch irgendwo einen Faktor gibt, an den wir nicht gedacht haben. Ja, aber an den haben wir dann tatsächlich nicht gedacht. Wir haben uns da sehr bemüht, aber nichts gefunden. Zu Ihrem Punkt mit der
mit der 80 zu 20-prozentigen Verteilung und dass die Kinder noch gar nicht geboren sind, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Was wir hier gemacht haben, ist im Prinzip so eine Art Simulation im neuen Gleichgewicht. Also wenn sozusagen die Kinder, die jetzt nicht geboren wurden, eigentlich schon Beitragszahler sind. Also wir haben quasi in die Zukunft projiziert für diese, ja, für diese einfache Berechnung. Ich muss auch sagen, das ist wirklich jetzt keine Raketenwissenschaft hier, sondern das ist so eine ganz einfache, im Prinzip so eine Art Cost-Benefit-Ansatz. Und wirklich unter der Annahme, dass das System schon im neuen Gleichgewicht ist. Sie haben natürlich recht, das können wir noch gar nicht beobachten. Wir müssen ganz vieles konstant halten, sehr viele Annahmen treffen. Wir haben versucht, das so transparent es geht, zu machen und dann nur sozusagen Beitragszahler, Rentenempfänger, Rentenhöhen zu manipulieren und mal zu schauen, wie wirkt sich das aus, wenn alles andere konstant ist. Aber Sie haben natürlich recht, die anderen Sachen können sich ändern. Und insofern würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass diese 1,7% am Ende da wirklich rauskommen, sondern es ist sozusagen wirklich eine Art Simulation. Und zu Ihrem letzten Punkt, den ich sehr interessant fand, zur demografischen Dividende. Einerseits stimme ich Ihnen vollkommen zu, andererseits möchte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich gerade gemacht habe, dass es ein Rentensystem war, wo Frauen Zugang bekommen haben zu den Rentenzahlungen, die gar nie Beiträge gezahlt haben. Das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen anders, als wenn man so eine Rentenreform jetzt in Österreich oder in Deutschland durchführen würde, sondern man muss sich vorstellen, da ist wirklich eine große Zahl, also da geht es wirklich um Millionen von neuen Anspruchsberechtigten, die plötzlich auf der Zahlkarte stehen und die aber nie irgendetwas beigetragen haben. Und ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass dieses Rentensystem erstmal ins Ungleichgewicht gekommen ist. Und aber Sie haben natürlich recht, die demografische Dividende, die es in Brasilien noch gibt, die arbeitet noch dagegen. Ja? Also die hält das System noch einigermaßen stabil. Man muss aber auch dazu sagen, dass die brasilianische Regierung nach 2006 mehrere Rentenreformen angekündigt hat, oder ich weiß nicht, ob es 2006 oder 2010 war. Wahrscheinlich war es 2010, weil wir haben irgendwie danach entschieden, wann wir unsere Zeitreihe abbrechen lassen. Also es gibt irgendwann tatsächlich so eine Art Neuanfang. Da hat die Regierung gesagt, das System ist zu teuer geworden, wir müssen es reformieren. Und da haben wir dann eben aufgehört mit der Beobachtungsperiode. Also das deutet schon darauf hin, dass es wirklich fiskalischen Stress gibt im System. Und ich glaube, das kommt vor allem daher, dass es eben kein System war, das im Gleichgewicht war, sondern wo man im Prinzip so sehr einseitig, ohne neue Beiträge zu bekommen, die Zahl der Rentenempfänger einseitig sehr stark ausgeweitet hat. Aber sonst vielen herzlichen Dank. Das ist auf alle Fälle sind vollkommen richtige Anmerkungen gewesen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, alle Ausführungen haben gezeigt, dass es doch einer Betrachtungsweise bedarf, die weit über die Grenzen der Legislaturperiode hinaus geht, sondern die eigentlich die Generationenperspektive in den Blick nimmt, mit allen möglichen Vorteilen wie Nachteilen. Und das war, wenn ich das als Laie sagen darf, glaube ich, auch ein gutes Exempel für die Trägheit von Entwicklungen. Und die Schwierigkeit, auch diese nachhaltig beeinflussen zu wollen. In diesem Sinne vielen Dank sowohl für den Input, die Präsentation und den Kommentar. Würde ich mir erlauben, vielleicht schon etwas vor Torschluss unsere Veranstaltung zu schließen und unser Präsident, Herr Dr. Martinek, um sein Schlusswort zu bitten. Nicht ohne vorher Ihnen beiden, sehr geehrte Herren, Herr Professor Danzer, lieber Herr Dr. Fendt, nochmal sehr herzlich für Ihre Mitwirkung zu danken. In diesem Sinne alles Gute und das Schlusswort hat in bewährter Weise unser Herr Präsident. So, meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich muss sagen, es war unglaublich interessant, wenngleich die volkswirtschaftlichen und Strukturen in unseren Ländern in Europa und in Brasilien gänzlich anders sind. Aber viele Perspektiven zielen genau in die Problematik hinein, über die wir auch diskutieren. Und wenn wir sagen, wir diskutieren, dann ist die Denkwerkstatt St. Lambrecht als Flagship-Veranstaltung der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge und das Projekt Denkräume gemeint, wo wir, unser Name sagte schon, Zukunftssicherung, Altersvorsorge diskutieren, vordenken, querdenken, nachdenken. Wir sind interdisziplinär. Und wir sind, was auch ganz wichtig ist für eine offene Diskussion, wir sind durchführungsweg neutral.
Wir sind also keine Einrichtung einer Sozialeinrichtung, sei es Sozialversicherung, sei es individuelle, kollektive Versicherungen. Wir verstehen uns als Vordenker, Nachdenker, Querdenker, das habe ich schon gesagt, und sind immer interessiert, am Puls der Zeit Ideen zu hören und Ideen zu diskutieren. Daher in diesem Sinne auch noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich danke auch den Teilnehmern, dass sie bei diesem Denkraum, der jetzt traditionell virtuell immer stattfindet, dabei sind und dabei waren. Eine Werbeeinschaltung ist notwendig. Unsere erwähnte Flagship-Veranstaltung, die Denkwerkstatt St. Lambrecht, findet heuer wieder im Oktober statt. Die findet traditionellerweise im Benediktinerstift St. Lambrecht in der Steiermark statt und findet vom 2. bis 4. Oktober dieses Jahres statt. Ich lade Sie ganz herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Sie würden dort eine Reihe von interessanten Gesprächspartnern finden. Und ja, Denkwerkstatt St. Lambrecht hat natürlich auch einen Titel: Menschen, Grundlage für Wirtschaftskraft und Vorsorge, heißt das Thema. Also Sie sehen, wir kommen immer wieder auf diese Grundlagen zurück. Jedenfalls vielen herzlichen Dank. Eine Erwähnung noch: Diese Veranstaltung hier wurde aufgezeichnet und Sie können in, ja, 14 Tagen, 10 Tagen vielleicht schon auf unserer Homepage diese Diskussion, dieses Gespräch, diese Vorträge nachsehen. Ich wünsche Ihnen auch dabei viel Vergnügen. Danke Ihnen noch einmal sehr, wünsche Ihnen einen schönen Abend und insgesamt zum Teilnehmerkreis sage ich noch, bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön, auf Wiedersehen.